Zerstörung in Kabul. 4 Taliban-Mitglieder greifen in der afghanischen Hauptstadt das Gästehaus der spanischen Botschaft an und töten dabei 2 spanische und 4 afghanische Polizisten. Die Angreifer, die eine Autobombe gezündet hatten, kommen anschließend bei einem stundenlangen Feuergefecht mit Sicherheitskräften ums Leben. Die Taliban bekennt sich zu dem Anschlag, der einer Unterkunft für ausländische Gäste galt. Alle Botschaftsmitglieder wurden abgezogen. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist äußerst angespannt. Erst vor wenigen Tagen stürmten Taliban-Kämpfer den Flughafen der südlichen Provinzhauptstadt Kandahar. Dabei starben Dutzende Menschen, darunter auch zahlreiche Zivilisten.